Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Men NFN 19. Wir sind im Zero Chill Event weiter unterwegs, müssen aber eine kleine Pause beim OOP Snow Day erstmal einlegen, da wir noch wieder Dailies haben. Snow Accumulation, drei Challenges. Da gehen wir doch schnell mal rein. So, es geht gegen die Los Angeles Rams. Wir liegen hinten, haben den Ball an der eigenen 40-Yard-Linie, sind im vierten Quarter und sollen das Spiel noch gewinnen. Dann geben wir doch mal Gas und versuchen das zu schaffen. So, wir spielen mal wieder zu Hause in Dallas. Das kenne ich ja gar nicht mehr. Jetzt, seitdem wir dort in der Snow-Serie unterwegs sind, spielen wir eigentlich nur noch auswärts. Das Schöne heißt, wir werden gleich mal wieder ein grünes Footballfeld sehen. Ich kenne die mittlerweile nur noch ja in weiß und matschig. Und jetzt haben wir gleich ein sattes Grün, was wir hoffentlich genießen werden. Ja, zweimal Jerry Rice richtig gesehen. Jetzt auch diese Woche in den Legends mit dabei. Aber leider halt nicht für meine Cowboys. Ich glaube, Jerry Rice natürlich 49ers. Und ich glaube, bei den Raiders war er dann noch am Ende seiner Karriere. Deswegen nichts für mich. Aaron Donald, Nalamukong Su und Ajib Talib auf Seiten der Rams. Sanders, Elliott und George bei meinen Cowboys und natürlich Joff und natürlich ein Todd Gurley. So, dann schauen wir uns doch mal die Einzelheiten an. Wir haben also einen ersten Versuch und 10 an der eigenen 40-Yard-Linie. Wir liegen mit 7 Punkten hinten. Sind im vierten Quarter, 4 Minuten noch zu spielen. Zwei Auszeiten habe ich noch zur Verfügung. Die Rams haben keine mehr. Wir brauchen einen Touchdown. So, erster und 10 vor Verticals. Versuchen wir so gleich mal Yards zu machen. Ich achte auf Sharp, ich achte auf Cooper, auf den Slot Receiver. Und mit der Option natürlich hier auch selbst zu laufen. Wobei da ist Sharp schön frei. Hat den Ball. Position Catch. First Down an der 33-Yard-Linie der Rams. Das hat doch schon mal sehr, sehr gut funktioniert. So, nehmen wir jetzt den Cowboy Deep Post. Ich achte auf Amari Cooper, wenn ich denn die Zeit dafür habe. Ansonsten gehen wir über Sharp und über Elliott. Los geht's. Da sind aber alle gut gedeckt. Meine Güte, dann laufen wir halt selbst, wenn alle Receiver gut abgedeckt sind. Prescott. Ich riskiere mal nichts. Gehe an der 4-Yard-Linie freiwillig ins Aus. Ein Riesenlauf. Da haben sie wirklich sehr, sehr gut die Verteidiger abgedeckt. Aber irgendeiner hätte sich auch noch um den Quarterback kümmern müssen. So haben wir einen ersten Versuch und Goal an der 4-Yard-Linie. Wir laufen mit Elliott, aber wir laufen über die rechte Seite innen. Elliott tankt sich durch und ist in der Endzone. Touchdown Cowboys. Wunderbar. Gleich in diesem wichtigen ersten Drive den Touchdown erzielt. So, den PET legen wir auch noch oben drauf. Und wir haben ein Unentschieden 28 zu 28. Noch über 3 Minuten zu spielen im vierten Quarter. Jetzt sind wir doch wieder im Rennen. So, der Kick ist unterwegs. Geht bis an die 2-Yard-Linie. Aufgenommen von den Rams. Zurückgetragen bis an die 27-Yard-Linie. 3 Minuten und 5 Sekunden sind jetzt exakt noch zu spielen im vierten Quarter. Das heißt, wir werden jetzt Joff und Gurley auf dem Feld sehen. Erster Versuch und 10. Laufspiel, aber rigoros gestoppt von Ryan Shazier. Tackle for loss. Zweiter Versuch und 12. Wieder Laufspiel. Wieder Todd Gurley.
Wieder Raumverlust. 3. und 16. So, wir nähern uns schon mit Riesenschritten dem Two-Minute-Warning. Wir gehen auf den Quarterback und das war genau die richtige Entscheidung. Ich hatte gerade schon wieder, sollen wir hinter Gurley herlaufen? Sind Gott sei Dank auf Joff geblieben. Das ist am 4. und 20. Das heißt, die Rams müssen von ihrer eigenen 16-Yard-Linie aus punten. Sie dürften den Ball in ziemlich guter Feldposition kriegen. An der 25 wird der Punt aufgenommen von Sanders. Der läuft rüber auf die Seite. Hat da eine riesenhafte Lücke. Und kommt untouched in die Endzone. Punt Return Touchdown durch Deion Sanders. Sehr schön. So, der PT ist auch gut und wir haben einen 35 zu 28. Und jetzt müssen die Rams mal richtig performen. Nach diesem blutleeren Auftritt eben bei ihrem Drive. Ohne ein neues First Down mit vielen, vielen Minus-Yards. Jetzt müssen sie was zeigen. Kick geht bis an die 1-Yard-Linie. Zurückgetragen bis an die 24. Brandon Cooks mit dem Return. Erster Versuch und 10. ...1:41 bleibt den Rams noch, um hier das Spiel wieder ausgleichen zu können. Vollständiger Pass. Neues First Down. Erster Versuch und 10. Da kommt wieder, ich glaube, es war Ryan Shazier durch und hat Joff enorm irritiert. Das hat man gesehen. Der war komplett verunsichert. Den Ball noch irgendwie versucht, nach vorne zu werfen. Keine Chance. 2. und 10 an der 35-Yard-Linie. Incomplete Pass. 3. und 10. Ja, Incomplete Pass, den hätte der Receiver eigentlich bekommen. Der war zuerst schwach geworfen, glaube ich, auf dem Shoulder Pad des Receivers gelandet. Danach hatte er aber die Chance, ihn eigentlich auch frei anzunehmen, hat es aber nicht geschafft. Und so haben wir einen 4. Versuch und 10 an der 35-Yard-Linie. Druck auf Joff und wir laufen vorbei. Dann haben wir ihn, aber ein Fumble recovered. Gott, das ist... Okay. Die Marcus Lawrence, toller Pass-Rusher. Wenn er aber laufen soll, sieht das seltsam aus. Aber das ist ein Defense-Touchdown. Wir haben ein 28 zu 42. So, der Kick ist unterwegs. Ball geht bis an die 2-Yard-Linie. Der Return läuft und endet an der 23-Yard-Linie. 1 Minute und 6 haben jetzt die Rams noch Zeit, um 2 Touchdowns zu erzielen. Da habe ich ein bisschen Zweifel, ehrlich gesagt, so wie sie bisher aufgetreten sind. Sie haben keine Auszeit mehr zur Verfügung. Das heißt, es muss aber verdammt schnell gehen. Das ist schon mehr als eine Vorentscheidung. Wieder Joff unter Druck und wieder wird er gesackt. 2. und 21. Die Marcus Lawrence bewirbt sich hier als Player of the Game. Incomplete Pass von Joff. Heißt 3. und 21. Vollständiger Pass, First Down. Ball an der 38-Yard-Linie, Uhr läuft weiter. Das heißt, jetzt werden die Rams den Ball spiken, um die Uhr anzuhalten, geben also einen Down dafür aber ab. Heißt, es gibt direkt gleich einen 2. und 10, genau so ist es. An der 38-Yard-Linie, 32 Sekunden vor dem Ende. Das war der erste richtig schöne, lange und vollständige Pass von Joff, den wir hier gesehen haben.
muss per Audible auf einen Man-to-Man-Cover-Blitz gehen. 2. und 10. Incomplete Pass. Also toll ist das nicht, was Joff hier spielt, aber es ist wie auch in der normalen NFL. Man muss Joff unter Druck setzen, damit kommt er nicht klar. 3. und 10. Boah, da war auch schon wieder alles drin. Zwischen Sack, Interception, Reception. Geworden, das ist ein Incomplete Pass. 4. und 10. Unvollständiger Pass von Joff. Erster Versuch und 10 an der 38-Yard-Linie. Nach diesem unvollständigen 4. Versuch können wir jetzt eigentlich die Uhr runterlaufen lassen. Relativ unspektakulär, weil wie gesagt, ich war mir relativ sicher, dass die Rams keine 14 Punkte aufholen. Deswegen drücken wir jetzt Eddie George den Ball in die Hand. Es kommt noch ein Blitz von der linken Seite, aber das können wir, glaube ich, mal komplett ignorieren. Wir laufen mit Eddie George durch die Mitte. 2. und 3 an der 31-Yard-Linie. Es laufen jetzt hier schon die letzten 10 Sekunden runter. So, Ball geht nochmal an Eddie George. Kommt nicht nach vorne, das war der letzte Spielzug. Wir schlagen die Rams. 42 zu 28. Eine recht eindeutige Angelegenheit. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.